Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Project Unstable 6. So, weiter geht's. Ich habe heute noch meine Planänderung. Ich habe zum einen zwar vorbereitet, dass wir jetzt hier den Quartz Grindstone mal machen können. Und theoretisch jetzt sagen könnten, da packen wir jetzt unser Obsidian rein und haben ganz viel Spaß und drehen das mal mit dem Wooden Crank hier ein bisschen. Und kriegen daraus Obsidian Dust. Und können uns dann mit Hilfe des Obsidian Dust harten Glas machen. Und mit Hilfe von harten Glas können wir uns dann eine Energy Cell machen und so weiter für unser Lagersystem. Ich habe ja aber gesagt, das machen wir später. Ich möchte jetzt gerne erstmal Soulcraft noch ein bisschen was machen. Und zwar, nämlich, ich habe hier mal eine kleine Wand aufgebaut. Habe mal dafür gesorgt, dass wir das alles haben. Und wir machen uns nämlich heute mal Ormacy. Discovering Ormacy. Und zwar brauchen wir dafür einmal den Vis Resonator. Und wir brauchen das Caster's Gauntlet. Das Caster's Gauntlet wird uns dann später erlauben, die Foki, die wir in vorigen Thumbcraft-Versionen, die hatten, können wir auf Zauberstäbe draufpacken. Jetzt können wir in dieses, aufs Caster's Gauntlet packen und dann können wir praktisch mit unserer Hand Zaubersprüche casten. Also einsetzen. Wie sagt man? Zaubersprüche einsetzen. Was ist das deutsche Wort für Casting? Egal. Casting Spell ist ein Zauberspruch sprechen? Ausführen? Keine Ahnung. Egal. Zaubern halt. Da können wir zaubern. Das klingt wahrscheinlich am besten. So. Das heißt, das ist, was wir erstmal machen werden. Und der Vorteil ist, danach können wir nämlich Golems erforschen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. So, erstmal. Ups. Vis Resonator brauchen wir einmal. Wir brauchen ein Thermometer, drei Eisen und Leder. Kurz gucken, hat das akzeptiert? Ja, wunderbar. Und dann brauchen wir von jedem Vis Crystal von den Primärdingern ein. Zack, zack und zack. Zack. Und Caster's Gauntlet. Jetzt haben wir kaum noch Zeug in der Aura. Aber es geht ein bisschen wieder hoch. Das machen zum Beispiel Viskristalle und so weiter, wenn ich mir recht entsinne. Und jetzt können wir das completen. Flup. Discovering Ormacy. So, hier können wir noch Study an Animated Construct. Things that need to be discovered. An Animated. Ist das ein Pisten? Ich habe keine Ahnung, was ein Animated Construct ist. Study an Animated Construct. Moment. Oder haben wir hier irgendwas? Artifice? Muss ich vielleicht bei Artifice erst irgendwie so ein Redstone Relay machen? Arcane Mechanism? Brauchen wir das Ding vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ach, guck mal, hier ist aber noch ein Arcane Grappler. Oh, es gibt so tolle Sachen. So, ich will jetzt aber erstmal ganz gucken. Ist ein Pisten? Ups. Ist ein Pisten? Ein. Zählt das? Nö. Was ist ein Animated Construct? Redstone-Block wird es nicht sein. Ich nehme an, wir brauchen wirklich irgendwas hier von Artifice, so ein Ding hier. Ich jetzt einfach mal angenommen. Nun gut. Jedenfalls Ormacy erstmal. Hallo, this Resonator. Wir können jetzt auch Blank Lesser Foki machen. Wir brauchen ein bisschen Zeug. Und diese Foki können wir dann... Wir brauchen erstmal Foki. Da können wir nämlich dann hier zum Beispiel Projectile... Plan, Arcane Mind, Bolt, Exchange, Break, Flux und was weiß ich nicht. Und dann können wir hier noch Charger, Pedestal, Focus Pouch und was nicht alles machen. Das heißt, wir versuchen mal da jetzt ranzukommen. Das erste Mal habe ich Precantatio, habe ich zwei, das reicht nicht. Was ich auch am überlegen bin, wir können so mal Goggles machen, ne? Aber brauche ich nochmal 2000 Meter und für Gold habe ich jetzt gerade nicht. Ein bisschen doof. So, wir können auf jeden Fall, das kostet dann einfach nur weniger Biss, das ist egal. Wir machen mal, zack, das Ding. Also, wir brauchen Auram, Precantatio und Vitreus. Vitreus haben wir, glaube ich, selber noch ein bisschen. 9, wir brauchen wesentlich mehr, wir brauchen... Ich glaube, hatte das Vitreus? Nein. Das Vitreus. Ja, das heißt, wir können Quartz nehmen. Warte mal, wie viel brauchen wir für einen Foki? Zack, zack.
Wir brauchen, das sind 20 Vitreus, also brauchen wir 4 Quarz. So, die haben wir schon mal. Dann brauchen wir noch 10 Präkantatio und 5 Auram, okay. Auram. Kurz gucken. Haben wir irgendeine tolle Silverwood, hätte Auram. Das könnten wir uns holen. Timewood Leaves. So, ansonsten Silverwood Sapling. Ja gut, das ist ein bisschen doof. Ne, das da bringt auch nichts. Also ich glaube, wir brauchen Silverwood, ja. Okay, also Silverwood müssen wir uns holen. Präkantatio. Silverwood kriegen wir schnell gefarmt. Und Präkantatio sollten wir auch relativ einfach kriegen, einfach aus magischen Sachen, wie zum Beispiel Quartz. Oder wir hatten ja immer das Powder, ne? Genau, Mana Powder haben wir immer gemacht. Mana Powder ist ja relativ einfach. Das heißt, wir setzen uns da jetzt mal dran. Die Sonne geht unter. Ich hoffe aber mal, das ist jetzt nicht so das Problem. Zack, zack. Zack. Und dann gehen wir mal einfach gerade nach unten. Und nämlich dann direkt ein Wald voll ins Wasser rein. So, ein Magical Forest. Und dann können wir nämlich noch ein bisschen. Zack. So. Und flup. Dann können wir nämlich mal ein bisschen Silverwood nochmal suchen gehen und ein bisschen abfarmen. Also, das heißt ein bisschen einen Baum halt. So, in der Hoffnung, ich finde jetzt auch relativ schnell einen. Ich guck gerade schon mal, wenn die Map denn wieder. Ich glaube, da geradezu sehe ich einen Silverwood. Jo. Wunderbar. Da ist auch irgendein Vieh. Oh, gut. So, Silverwood. Oh, wir haben zum anderen auch noch Shimmerleaf hier. Wunderbar. Die können wir auch gleich mal mitnehmen. War nicht hier unten noch irgendwo? Hatte ich nicht noch was gesehen? Dachte, ich hatte einen Shimmerleaf gesehen. Okay, dann nicht. Flup. So, dann gehen wir nochmal hier hoch. Einmal eines. Achso, kann ich das überhaupt direkt abbauen? Ja. Hi, Zombie. So. Ja. Dann machen wir mal. No! Das war Silverwood. So, das kann ich auch schon mal abbauen hier nochmal mit. So. Hier haben wir Wishroom. Oh, da drüben war noch ein Shimmerleaf. Nehmen wir nochmal mit. Das nehmen wir auch mit. Und dann hüpfen wir nochmal ins Wasser rein. Zack. So, Tille. Huch. Hier ist ein Haufen Auram, ne? Addendum added to plants. Silverwood. Cinderpearl, Shimmerleaf, Wishroom. Wunderbar. So, gut. Eigentlich, jetzt haben wir erstmal Silverwood. Ja, das kriegen wir dann hin. So, flup. Na verdammt. Nö. So, dann drehen wir mal die Heimreise an. Wir brauchen unbedingt noch irgendwas, um dann mal besser nach Hause zu kommen. Dafür brauche ich aber für alles Enderperlen. Was mit Teleportation zu tun hat, in irgendeiner Form. Oder fürs meiste brauche ich Enderperlen. Und das ist dann das Billigste. Alles, was keine Enderperlen braucht, ist teuer. So, irgendwie so nach dem Motto. Das heißt, das wird erstmal nix. Flup. So, dahin sehe ich doch schon unser Zuhause. Zack. So. Gut, dann machen wir gleich mal Folgendes. Säge an. So, kriegen wir nicht ein bisschen mehr Silverwood Logs raus. So, gut. Reicht. Machen wir nämlich das schon mal. Das kann ich auch mal mit reinpacken gleich. Planks theoretisch auch. Und das Zeug nicht. Das ist was anderes. So.
Wie viel hatte ich jetzt gesagt, war da drin? Ein Auram. So, und Präkantatio wollten wir aus dem... Aus dem Dust machen. Dafür brauche ich mal ein wenig Redstone. Wir machen mal 12. Habe ich noch genügend? Ob jetzt sagt mir, ich habe noch genügend Mana. Ha! Huh. Verdammt. Das reicht natürlich jetzt wegen einem nicht. Achso, ich war. Zack. Flup. Ich habe auch nicht noch mehr. Ich habe noch Mana Steel. Das möchte ich jetzt aber nicht unbedingt. So. Wunderbar, 4 Stück reichen. So. Dann. Erstmal ganz kurz gucken. Was brauchen wir? Wir brauchen. Wir brauchen ein Ordo-Crystal noch. Das Ding da. So, das heißt, wir machen 5 Auram, 10 Precantatio und 20 Vitreos. Das heißt, wir brauchen 5 Silverwood Planks. Ne? Ja. Okay. 5 Silverwood, 4 Mana Powder, 4 Quartz. Und ein Ordo. Und den Rest sammeln wir nochmal auf. So. Was wir noch kriegen, bisschen Herber, Potentia. Also, nee, Potentia war da. Cantatio und Herber. Wunderbar. Und wir haben ein Blank Lesser Foki. Complete. So, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr. Jetzt können wir noch einen Focal Manipulator und Exam Fire very closely. Also, ich muss brennen. Weiß es nicht. Also wir brauchen zum einen einen Focal Manipulator. Brauchen wir nochmal einen Vis Resonator. Wir brauchen noch Arcane Stone. Okay, das ist doof. Ich habe keinen. Das ist Geistung, glaube ich. Aber ich weiß, wo ein Meteor runtergekommen war. Dann könnten wir den noch schnell... Ich gucke nochmal ganz kurz. Ich glaube, ich habe noch... Ups. Keinen abgefarmt. Nö. Okay. Gut, dann muss ich noch mal ganz kurz auf die Suche gehen. Also was soll auf die Suche gehen? Ich muss einfach nur hier einmal quer rüber. Holen wir nochmal das. Flup. So. Zack. Und zack. Natürlich lande ich im Wasser. Auch sonst. Und auf zum Meteor. Auch wenn es nur ein kleiner ist, ist ja egal. Wir brauchen erstmal einfach nur ein bisschen Skystone. Können wir uns nämlich Arcane Stone machen und dann können wir uns nämlich die ganzen Sachen machen, die wir da brauchen. Arcane Stone ist auch so ein schöner Baublock. Also, das ist wirklich... Ich weiß noch, in der Staffel 3... Er muss ja 3 gewesen. Nee, doch in... In Staffel 2 und in Staffel 3. In Staffel 2 hatten wir ein Haus gebaut, so eine Art Downcraft-Haus. Das war auch geil. Das Haus war wirklich toll. Und ansonsten, ich überlege gerade. In Staffel 3 hatten wir halt diesen Untergrund ja gebaut. Und da hatte ich ja auch einen Haufen mit Downcraft gemacht. Geht ist kaputt. Gott, braucht die Lage. So geht's wesentlich leichter. Okay. Ja, so jetzt muss ich gerade überlegen. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau. Da haben wir das Ding gebaut. Und in... Ja, das war in Staffel 2, ne? Wo ich in dieser leeren Dimension diese Insel gebaut habe. Ich glaube, das war da, ne? Wo wir dann so eine Soundcraft-Insel gebaut haben. Ich glaube, das war Staffel 3. Das war auch voll cool. Diese Insel mit dem automatisierten Soundcraft-Setup da so ein bisschen zum automatischen Aufschmelzen, die Speicherung und alles. Wobei, ich glaube... Ja, es muss Staffel 2 gewesen sein, weil in Staffel 3 sind wir dann nämlich noch einen Schritt weiter gegangen und haben das noch wesentlich optimierter gemacht gehabt. Bei uns in der Basis, da hatten wir auch so einen Raum... Für Thaumcraft, für die Infusion mit den ganzen
Na, wie heißt's? Mit den ganzen Jars an der Seite. Und wir hatten vor allem, dadurch, dass wir Witching-Gadgets hatten, das war ja auch so ein toller Mod, der einem erlaubt hat, zum Beispiel Essentia, also dieses flüssige Zeug dann aus den Jars, per so eine Art Mirror oder... Wie hieß denn das Ding? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon wieder so lange her. Zu transportieren. Sodass wir es einfach dorthin schicken konnten. Das heißt, man konnte mehrere von den Dingern machen und hat das in die Nähe der Jars getan. Und die Infusion hat sich das dann einfach rangezogen. Das heißt, man musste die Jars nicht um die Infusion-Altar drumherum stehen haben. Was auch einfach nur mega gut war. Ich glaube, sowas Ähnliches kann man jetzt sogar nativ von Thorncraft ausmachen, aber das weiß ich jetzt auch nicht genau und das müssen wir dann gucken. Wir brauchen eh noch Essentia, Smelting und so weiter, also es wird ein bisschen... Diese Staffel wird wieder Thorncraft-lastiger als jetzt die letzten Staffeln, das kann ich euch versprechen. Aus dem einfachen Grund, wir haben wieder Thorncraft. Ich hatte jetzt ewig keinen Thorncraft, Thorncraft ist neu, Thorncraft ist interessant wieder. Also ist eigentlich immer interessant. Und wir haben jetzt neues Zeug zu entdecken. Und dann lieber mache ich das erstmal dann, als dass ich jetzt das mache, was wir jetzt schon 20 Mal gemacht haben. Ne? So. Schuhe kann ich mal wieder umziehen hier. Zack und zack. Brauchen wir was zu essen. Ich muss mir unbedingt mehr Suppenmaterial immer reinlegen, dass ich mehr Suppen mache. Eine Reissuppe habe ich nicht durch Zufall, ne? Doch. Ah, die hat schon gegessen. Okay. Ansonsten. Wir können noch Tomatensuppe machen, aber die habe ich auch erst gegessen. Mal gucken. So. Erst einmal setzen wir uns jetzt dran, dass wir Arcane Stone und das alles bekommen. Und das wird ganz schick. So. Flup, weg damit. Wir brauchen eine Kristall. Nehmen wir mal Terra. Ist ja egal. So. Zack. Skystone. Er musste geschmolzen sein. Natürlich musste er geschmolzen sein. Wäre langweilig, wenn nicht. So, das heißt, ich packe das mal rein. In der Zwischenzeit bereiten wir schon mal den Rest vor. Was wir noch brauchen werden. So. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen ein Stone Table. Der ist nicht schwer. Den kriegen wir hin. Ist das Cobblestone? Ist nur Stone. Okay. Zwei Eisenplatten, ja, mal. Arcane Stone, Hammer. Wir brauchen noch einen Vis Resonator, den können wir auch machen. Gold brauchen wir noch und Stone Table. Okay, gut. Dann, also, zack. Stone Slab. Stone Table. Dann brauchen wir noch einmal Quarz. Und dann machen wir nämlich aus dem Quarz und einer Platte und einem Air und einem Dingenswurst, glaube ich. Jawohl, genau, nochmal ein Vis Resonator. Dann haben wir das, dann haben wir das. Das brauchen wir da noch. Den Skystone Chest kann ich mal irgendwo hier hinklatschen mal. Und den Skystone packen wir auch mal hier irgendwo an die Seite rein. So. Einen brauchen wir noch. Flup. Damit können wir Skystone machen. Huch. Schwuppdiwupp. Nicht Skystone, Arcane Stone. Ich lasse das erstmal da. Brauchen wir einmal einen Slab. Wir brauchen zwei Blöcke. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Und wir brauchen zwei Gold-Ingots. Zack, zack. Zack, zack. Und wir brauchen noch irgendwelche Kristalle, von denen ich gerade keine Ahnung habe, welches waren. Aqua und Terra. Terra und Aqua. Zack, zack. Focal Manipulator. Wunderbar. Haben wir das Ding auch? Machen wir hier hin. Yay. Hier können wir jetzt praktisch unseren Foki reinlegen. Klack. Und dann können wir jetzt hier Sachen auswählen. Und können das praktisch zusammen. Dislocation. Okay. Nein. Machen wir noch nicht. Okay. So. Wir brauchen Examine Fire very closely. Ich vermute, wir müssen brennen. Ich weiß es aber nicht. Warum macht das Ding... You felt the touch of a flame. Okay. Ja. So.
So. Jetzt können wir mal gucken. For now, I know the patterns for Root, Touch and Fire. Root represents me, the caster, in a focal manipulator interface. Also wir können praktisch unsere eigenen Spells sozusagen zusammenstellen, was relativ cool ist. Also Root provides the Root Node provides a trajectory. Ja, wir werden angegriffen. Trajectory that matches where the caster is looking, so by linking touch to it, it will be able to touch anything I'm looking at. Mediums almost always provide a target, in this case whatever is being touched. Genau, so. Und halt noch Feuer. Fire will be able to create a focus that applies the fire effect to whatever I touch. Okay. Fire directly to Root, but since Root provides the caster as a target, it means I will simply set myself on fire. Das ist schön, dass man sowas auch machen kann. By tweaking its damage and burn duration. Okay, was wir auch machen können. Okay, interessant. The first is a crystal used in the crafting process. The second is this from the aura. And lastly, it also requires some player experience. Every time a focus is used, it will also consume a small amount of this from the aura. Okay. Das heißt, wir müssen praktisch darauf achten, dass wir nicht alles in der Aura. Und Komplexität ist... Using a pattern more than once also occurs complexity cost increase of 50. The complexity of a focus increase determines how much visit will consume cast and how long the caster's gauntlet needs to cool down between casts. Okay. So, jetzt können wir noch einen Haufen erforschen. Wir können zum Beispiel mal Recharge Petals. Damit können wir Dinge wieder aufladen. Mit Hilfe von Wiss. Okay. Focus Pouch. Können wir gleich mal erforschen. Ist ja nicht so schwer. Brauchen wir im Endeffekt Leder. Ist nicht so schwer. Projectile könnte man noch machen. Da bräuchten wir Theory. Und Elemental Effects Gelum. Warte mal, habe ich nicht. Habe ich nicht Schnee? Huch. Ich bild mir ein. Ich hatte noch irgendwo Schnee. Nee? Okay. Vielleicht. Das Ding hat sicher auch kein Gelum, ne? Das war logisch. Okay. Ich nehme mal ganz kurz Wasser. Nein. So. Und wir gucken mal, dass wir Gelum nochmal bekommen. Flup. Und dann würde ich gerne mal einfach mal probieren, einen Zauberspruch zu machen. So, wir haben jetzt noch ein bisschen was mehr. Zack, wir sollten jetzt hier theoretisch noch mehr sehen. Genau, so, dass praktisch der Cast der Spell beginnt. Können wir den. Sie können den sogar nennen, ist das cool. Okay, wir brauchen Komplexität, Experience und Viskost. Genau so. Touch allows you to affect things you can touch within roughly 4 blocks a point of origin. Okay, fire hurts flame that target sets fire. Und this location ist von irgendeinem anderen Mod. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es erstmal. Ich vermute, es ist von Daumic Tinkerer. Und wir können das erstmal noch nicht unbedingt nutzen. Ich warte nochmal ganz kurz, bis hier das fertig ist. Dass wir mal den Schnee nochmal vielleicht scannen. Davon kann ich nichts lernen. Oh, hier kann ich mal ein bisschen was. Ah! Okay. Aha, Schnee. So, let's cover something new. Jawohl. Elemental Effects. Ba-ba-da-ba. Air. This effect increases a blast of air, does not cause much damage, but will knock back anything it hits. Frost. Ja, okay, ist das. Blast of Earth. It is even more powerful enough to break blocks made from weaker materials. Okay, und dann haben wir noch Flux. Okay. Haben wir einen Haufen, was wir noch lernen können. Oh mein Gott, ich freue mich schon. Das ist ja nur ein Teil. Hier unten ist noch ein Haufen mehr versteckt. Heal, Break. Break, oh. Da können wir praktisch meinen mit dem Zeug oder was. Okay, wir probieren einfach mal was Einfaches aus. Zack. Also, ich möchte gerne create a blast of air, knock things. Ach, hier steht dann auch nochmal genau, was es macht. Allows you to affect things you can touch. Okay, so. Aversio. Okay. So.
Wir machen mal Touch und Earth. Whisper Cast, wir können das sogar noch höher stellen hier. Okay, wir könnten eine Power von 4 machen. Eight Attack Damage. 6. Okay. 4 Attack Damage. Burn Duration. 7. Hier können wir sogar ein bisschen auf 5 nehmen. Dann können wir das noch hochnehmen. Dann würden wir 8. Mhm. Okay. Ich mache mal Earth. Interessiert mich jetzt einfach mal. Und wir gehen mal auf 4. So. 143 Wiss. Bleibt das drin? Ja. Wie viel Wiss haben wir? 149. Okay. Das Problem ist halt, Wiss Crystal depleten dadurch und wenn ich mir recht entsinne, wir ziehen praktisch aus dem Wiss Crystal das Wiss raus, dadurch in dem Moment, wo es praktisch recharged die Aura. Und dabei wären die zu Ordo? War es Ordo Crystal? Ich glaube, es war ein Ordo. Wir können es ja einfach mal probieren. Ein Experience Point, brauchen Terra und Aversio. Aversio habe ich glaube ich noch nicht, ne? Ich glaube nicht. Also Terra und Aversio können wir mit einem Pfeil, glaube ich, ohne Probleme bekommen. Zack. Zack. Ja. Dann nehmen wir mal zwei Pfeile. Schmeißen wir mal ein paar Crystal-Dinger hier noch hinterher. Und dann Terra, wir haben Instrumentum sogar. Und wir haben noch Aversio. Wunderbar. So. Was haben wir? Start Crafting. Ah, ich habe einen Namen vergessen. Nein, ich habe einen Namen vergessen. Okay. Egal, es ist unser erster Fuki. Blank Lesser Fuki. Kann ich den umbenennen? Ah, ich kann da nochmal was Neues drauf machen. Okay, das funktioniert. Okay, ich kann es nicht inventarieren. So, warte mal, Gauntlet. Jetzt muss ich in die Controls gucken. Farmcraft. Change Casting Focus. F, okay, das ist doof. Button 5. Zack. Okay. Wir haben den Fokus. Es macht nicht, was ich erhofft hatte, dass es tut. Guck mal, Blätter können wir kaputt machen. Okay. Okay. Haben wir irgendwo einen Mob? Ich will irgendwas punchen. Ist irgendwie cool. Bam, 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 bam. Kein Mob. Na, wir haben. Oh, wir haben Squids. Squids! Ihr werdet zertrümmert! Das ist cool. Das ist echt cool. Oh. Yeah. Okay. Das heißt, da kann ich mal offscreen nochmal ein bisschen was machen. Da kann ich nämlich mal versuchen, die ganzen Projectile, Plan. Keine Ahnung, was das macht. Exchange. Exchange kann sicher auch saugeil sein. Focus Flux. Wir brauchen Vitium. Jetzt müssen wir das covern erstmal. Wir brauchen noch mehr Theory. Dann können wir Heal machen. Dann können wir Break machen. Bolt. Oh, es ist. Advanced Foki. Ich freue mich. Okay. Aber erstmal. Können hier so einen Haufen Zeug machen. Kann ich eigentlich jetzt noch mehr bei Artifice machen? Nee. Bei Alchemy? Nee, zeig's mir jedenfalls nicht an. Okay. Gut. Workbench Charger, Wism. Ah, wir können so viele tolle Sachen machen. Ich freue mich. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann gucken wir mal das nächste Mal, was wir da alles machen können. Hatte ich hier aus Versehen? Ja. Wusste ich es doch. Okay, also es ist jetzt nicht der Fuki, den ich gerne hätte. Es steht fest, aber wir haben mal probiert und wir können das nächste Mal auf jeden Fall noch weiter probieren, um noch ein paar mehr Sachen zu machen. Das definitiv. Und da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ihr euch auch ein bisschen. Dann machen wir nämlich noch mal ein bisschen Thaumcraft. Oh, ich bin im Moment so wieder im Thaumcraft-Fieber drin. Das ist so toll. Endlich wieder Thaumcraft. So, nun gut. Dann würde ich jetzt wirklich sagen, danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir haben jetzt unseren wunderschönen Cast. Wir können jetzt
Jetzt funktioniert die Taste wieder nicht mehr. Hallo. Achso, weil ich nur einen Fuku habe, ne? Ah! Ah, wenn ich Shift und die Taste drücke, dann. Ah, okay, gut. Shift und die Taste macht's weg. Okay. Also zack. Huch. Und dann könnte ich den theoretisch hier nochmal umändern, könnte was anderes draus machen. Okay, gut. Alles klar. Naja, mal gucken, was wir dann vielleicht noch machen. Ich versuche mal ein bisschen was zu erforschen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mal gucken, was wir dann schönes machen. Bis dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag. Und gehabt euch wohl. Ciao.